Regio TV Plus an der Mubar wird Ihnen präsentiert von Hotel Restaurant Schlüssel in Binnigen. 365 Tage exquisite italienische Küche. Hotel Restaurant Schlüssel in Binnigen. De parler français. Yeah. Wir kommen jetzt zum Steve und der hat ganz tolle Schuhe. Du musst schauen, dort steht er. Wer ist denn der Steve? Der Steve? Ja, das ist ein ehemaliger Bobfahrer. Ja, ja, der hat ja natürlich. Sali! Grosse Umarmung, zwei alte Freunde, Steve. Also da habe ich jetzt wirklich riesig Glück gehabt, dass sich das so ergeben hat. Schill, du hast die Schuhe selber an, du hast auch gesagt, du gehst schnell vorbei. Ja, natürlich, jedes Mal komme ich vorbei und sage mir Sali. Nein, die Schuhe, die habe ich schon seit fünf Jahren. Ja, Minimum. Und ich trage sie jeden Tag, wirklich. Also das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Und ich finde es ganz toll. Es ist ein tolles Gefühl. Einerseits hat man eine gute Bodenhaftung und andererseits schwebt man. Und es ist sehr gut für die Knie und für die Füße. Und ich habe immer Probleme mit den Füßen. Stopp, wir haben den Steve hier. Steve, klär du mir mal zuallererst auf. Er weiss, um was es geht. Ich aber nicht. Er erzählt etwas von Luft, die gleicht sich bewegen. Ja, das ist ja das Beste, wenn es jemand erzählt, der das Ganze auch immer dreht. Oder? Viele Leute meinen, ja, das ist nur der Verkäufer. Oder? Der will mir etwas aufbinden. Aber wenn jemand hast, der das wirklich heisst, zu lebt im Alltag, ist es genial. Die Schuhe, die machen nichts anderes, wie einen weichen Naturboden unter die Füße geben. So wie eigentlich der Mensch einmal von Natur aus programmiert ist, um auf Barfuß im Natur zu laufen. Oder? Was hat denn das für Folgen für den Rücken? Also hast du Rückenprobleme gehabt, dass du drauf gekommen bist? Oder ist das generell einfach sich wohler fühlen? Nein, dann habe ich eigentlich mehr mit den Füßen gehabt, mit den Füßgelenken. Ich bin operiert worden an beiden Füßen. Und das ist... Seitdem ich die habe, ist es wesentlich besser. Aber bei den harten Schuhen hatte ich immer ein bisschen Probleme gehabt, dass ich nach einem langen Marsch oder so und bei viel auf den Füßen, ja, hatte ich Schmerzen gehabt. Und das ist jetzt weg. Sonstige orthopädische Abläufe, die hier in Gang kommen? Ja, wir haben natürlich dadurch, dass es so weich ist, haben wir eine erhöhte Aktivität von der Fußmuskulatur. Das tut sich auf den ganzen Körper auswirken, weil der Fuß ist natürlich maßgeblich verantwortlich für die ganze Körperhaltung. Und so können wir natürlich auch bei orthopädischen Problemen haben wir natürlich grosse Chancen, dass man da eine Verbesserung feststellen kann. Das ist ein Schuh, der teilweise in der Schweiz gemacht wird. Eine Schweizer Technologie und das lohnt sich. Wie ist denn die Erfahrung jetzt für dich? Ist der Schuh noch im Modetrend? Ich meine, es sieht schnittig sportlich aus, aber gibt es ja immer Leute, die sagen, nein, es sieht so fast wie Gesundheitsschuh aus. Also wenn man bereit ist, für seine Gesundheit etwas zu tun, ist der Schuh absolut in Mode. Und ich glaube, Gesundheit ist heute ein Hauptthema der Leute. Also das ist ja Mode in dem Fall und so kann man auch den Schuh problemlos tragen. Dann würde ich sagen, ich probiere es mal. Ich stelle fest, mein Schild sieht das natürlich super gut aus. Also Danny, jetzt würde es mich interessieren, du machst jetzt gerade den letzten Schuh zu. Wie fühlt sich denn das an? Also erster Eindruck ist sehr erfrischend, sehr weich. Es ist luftig, ich fühle mich nicht gewackelig. Mal schnell schauen. Also zum Speeden geht es glaube ich auch. Du sagst etwas Gleiches wie ich, gell? Haben wir das gleiche Gefühl? Doch, also ich bin jetzt gespannt, wenn ich da weiter über den Mauer gehe. Aber was mich noch interessiert, Steve, wie ist jetzt das, wenn man den Schuh in Basel will? Ich habe keine Lust, hier auf Luzern zu gehen. Ja, Luzern ist immer eine Reise wert. Aber an der Henri-Peter-Straße, es ist in der ersten Vorstadt, dort hat man natürlich die Möglichkeit, jederzeit die Schuhe zu kaufen. Okay, ich teste sie weiter und tue den Schill jetzt noch zu einem Gläschen Wein verfeiern.